Hey Leute, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Irgendwie die Kamera sehr dreckig. Ja, ich bin gerade auf dem Hausweg und ich musste Puderzucker kaufen, weil meine Mutter gerade so Plätzchen backt. Und ja, da dachte ich, ja komm, irgendwie nehme ich euch mal mit. Ja, übrigens dachte ich, ich soll euch mitnehmen, weil ich eigentlich eben sonst nichts zu tun habe. Ich denke, es ist jetzt etwa, ja, es ist 4 Uhr. Ja, das ist jetzt 15.57 Uhr, also bald 4 Uhr. Ja. Und ja, ich bin gleich zu Hause. Es hat gar nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Ich wollte euch zuerst filmen, aber dann ist eigentlich die Kamera irgendwie zu stoßen gekommen. Und ich hatte ja meine Nägel drauf, aber habe sie wieder weggenommen. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich sie dran lasse, aber habe sie doch nicht dran gelassen. Ja gut. Ja, meine Mutter freut sich, glaube ich, sehr, dass ich jetzt endlich da bin. Ja. Und ja, wenn ihr noch mehr solche Vlogs möchtet, wo ich irgendwo hingehe, dann schreibt doch einfach in die Kommentare und dann mache ich das. Hab vergessen zu stoppen, da war gerade jemand. Also ich habe keinen Schlüssel mitgenommen. Muss ich halt klingeln. Hi! Du Zucker? Ja. 500 Gramm. Ich muss euch kurz frage euch nicht, wieso ich gerade so aussehe. Wartet. Fragt euch nicht, wieso ich gerade so aussehe. Wir haben gerade die Kekse gebacken und haben sie halt mit Puderzucker bedeckt. Weil es schmeckt mega mit Puderzucker. Darum muss ich ja auch Puderzucker kaufen. Und ansonsten denke ich, wir schließen gleich diesen Vlog. Morgen geht's vielleicht weiter. Ja, und ich bin so fleißig bei den Lippertas zu benutzen, weil die sind mega nice, mega geil, mega Bombe. Egal, nicht aber Bombe, cool. Und ja. Und ich habe sie nicht auf Instagram fotografiert, aber ich habe meine Haare fotografiert. Guck doch mal rüber, da sieht ihr vielleicht mehr. Oh mein Gott, hier ist die weiße Strähne. Guckt. Ich hatte ja so weiße Strähnchen und so. Und die Kekse schmecken mega. Wenn ihr so ein Tutorial möchtet oder so ein Backvideo, dann schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich das mit meiner Mami. Ich muss mal wieder meine Spitze, also meine Vater oder meine Mutter müssen bald meine Spitzen schneiden, weil die sind nicht so gleich, wie ich dachte. Ja. Und aber wenn ich etwas auswählen möchte, dann möchte ich sie noch heller machen. Noch heller als jetzt. Also, noch aufhellern. Also meine Schwester hat sie ja nicht aufgehellt, aber sie hat trotzdem, es hat nochmal so eine Farbe, die ich auch benutzt habe. Und wenn ich sie jetzt auch nochmal benutze, dann wird es noch heller hier unten. Und ja. Hab ich das gerade gehört? War gerade mein Bruder.
Irgendwas stimmt nicht mit meinem Handy. Ich habe gerade ein Bild gemacht. So, ich habe zwei Bilder, die verlinke ich euch vielleicht hier oben irgendwo. Ich bin vollkommen müde. Obwohl es erst 16:44 Uhr und ich bin um 15:05 Uhr, ja, 57 gekommen. Ich muss kurz was gucken. Ja, Instagram halt. Bei E-Mails und so. Ich wollte meinen Scheitel hier so in der Mitte machen, dass ich dann so mehr gesagt hier den Scheitel habe. Was jetzt eigentlich ganz komisch aussieht. Wie würde mir stehen? So ganz blond. Nur halt so. Wie? Schreibt doch einfach in die Kommentare. Und lasst mich wissen. So sieht ihr übrigens mein Zimmer aus. What? Eigentlich ganz sauber. Ja, die Nägel mussten sich verabschieden, weil ich nicht konnte mit der Nägel arbeiten. Und ich bin eigentlich eh so sonst zu jung für das. Wow. Blödes Handy. Ich zeige euch kurz meine Handyhülle. Mega geil irgendwie. So, und irgendwie sind die Zähne ganz weiß, aber nicht ganz. Ihr müsst an der Ladestation. Und ich werde mich gleich begeben zu schlafen. Und ansonsten denke ich, es ist eigentlich gar nicht so dunkel, aber was ist das? Also, ja, trotzdem denke ich, ja. Soll trotzdem sein. Und ja, morgen kommt übrigens nochmal ein Vlog. Mein Nagel, mein Gott, wie der aussieht. Tschüss!